Manches Unglück wird ein Glück, das hat man jetzt gesehen. Mit dem Zeppelin-Ballon war ein Malheur geschehen. Doch da sammelte die ganze Welt viel Geld für ihn. Für den Zippel, für den Zappel, für den Zeppelin. Nun wird bald geschehen, was früher ganz unmöglich schien. Vater, Mutter, Bruder, Schwester sitzt im Zeppelin. Ja, sogar der liebe Onkel Fritz aus Neuruppin sitzt im Zippel, in dem Zappel, in dem Zeppelin. Früher lag die Zukunft Deutschlands auf dem Wasser nur, doch seit jetzt der deutsche Kronprinz in der Höhe fuhr, sah man, dass die Zukunft Deutschlands in der Luft erschien, in dem Zippel, in dem Zappel, in dem Zeppelin. War man früher mal gestorben, sieht man sich begraben, doch das kann man jetzt in Zukunft alles leichter haben, denn wir können jetzt direkt hinein zum Himmel ziehen, mit dem Zippel, mit dem Zappel, mit dem Zeppelin. Eine Gerichtsverhandlung war sonst bei geschlossenen Türen, doch auf Erden ist der Ausschluss nicht gut durchzuführen. Darum hält man jetzt beim Eulenburg den Schlusstermin, in dem Zippel, in dem Zappel, in dem Zeppelin. Eine alte Jungfer kriegt auf Erden keinen Mann, mit dem Luftballon da fährt sie nun zum Mond hinan. Und da wird sich den Mann im Mond herunterziehen, in den Zippel, in den Zappel, in den Zeppelin. Wenn die Frau den lieben braven Mann mal ärgert jetzt, kommt sie in den Ballon, da wird sie an die Luft gesetzt. Ja, er lässt den Drachen steigen und sie spuckt auf ihn, aus dem Zippel, aus dem Zappel, aus dem Zeppelin. Worum das ein Ballon verbrannt ist, ist uns ganz egal. Wie ein Phönix aus der Asche zieht zum dritten Mal. Jetzt hinauf bis zu den Wolken, wo die Sterne glühen. Hoch der Luftballon und dreimal hoch der Zeppelin.